Durch Hitzebit habe ich quasi wieder entdeckt, wie viel Spaß eigentlich auch macht, sich selber zu bewegen und hatte dann endlich wieder was, was mich selber so ähm, gepusht hat. Habe ähm, 10 Kilo abgenommen dadurch. Ähm, genau, habe einfach entdeckt, wie viel wie viel Spaß eigentlich so eine Bewegung tatsächlich macht. Five, genau. Six, seven, So ihr Lieben, ich bin es wieder Peter, der Gründer von Hit the Beat und willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht. Diesmal mit der lieben Manu. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor es losgeht, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, sehr gerne. Hallo. Also ich bin die Manu, bin 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei kleine Jungs und bin seit ähm, letztes Jahr Juni ähm, Hit the Beat-Trainerin und seit diesem Jahr jetzt auch Mover. Cool. Damit die Leute auch Bescheid wissen, äh, was Mover bedeutet, ist eine Markenbotschafterin bei uns, die dann quasi ähm, noch näher an der Community, noch näher am Unternehmen ist. Äh, meine erste Frage ist immer häufig: Was hat dich überzeugt oder dazu bewegt, überhaupt Hit the Beat-Trainerin werden zu wollen? Warum hast du die Ausbildung gestartet? Ähm, genau. Also ich bin auf Hit the Beat gestoßen durch ähm so ein kleines Insta Video ähm, und war dann sofort geflasht und habe gedacht, boah geil, das muss ich unbedingt ähm, ausprobieren und habe dann alles, was man so findet auf Youtube und ähm, Insta quasi mit trainiert und ähm, ja war total begeistert einfach von dem Konzept und habe dann gedacht ja das ist eigentlich genau das, was ich machen will, endlich mal Spaß beim Training und ähm, genau dazu kam ich dann zu der Ausbildung. Und ähm, kannst du versuchen, in deinen eigenen Worten zu beschreiben, Spaß. Was hat dir denn Spaß gemacht? Oder wieso hat es dir Spaß gemacht? Was hat dich da genau gefesselt? Ähm, also, ich finde die Übung einfach wahnsinnig cool. Mal was anderes, nicht ne? so dieses äh, stiere Wiederholungen von irgendwelchen gefühlte 1000 Squats und 100 Sit-ups und ja, das macht man zwar, weil man zwar weiß, es bringt was und es ist gut und es funktioniert, aber so wirklich Spaß macht es ja halt nicht. Und bei ähm, Hit the Beat ist finde ich, genau andersrum. Also man trainiert ähm, genau, es macht wahnsinnig Spaß, währenddessen man trainiert und man merkt gar nicht eigentlich, wie, wie krass man eigentlich gerade was macht für seinen Körper. Ähm, genau, man merkt es dann erst hinterher, <laughs> was man eigentlich getan hat. Cool, cool. Freut mich zu hören. Ähm, Finde ich voll schön, äh, dass du das so angenommen hast und wahrgenommen hast. Ähm, jetzt hast du die Ausbildung gemacht. Ähm, hattest du da irgend noch so ein Hindernis, da wo du gesagt hast, soll ich das jetzt machen oder nicht? Oder war es direkt so eine Entscheidung, jetzt mache ich das? Also, ich habe schon ein bisschen überlegt, weil ja, das war quasi während diesen Lockdowns, als ich ähm, euch entdeckt habe. Genau, und ich habe dann eigentlich immer gedacht, war eigentlich möchte ich die Ausbildung dann live vor Ort machen, weil ich einfach einmal so dieses ähm, Kursfeeling äh, live erleben wollte. Genau, und ähm, das ging dann leider halt nicht und ähm, habe mich dann doch zu dieser Online-Ausbildung ähm, entschieden und genau, war super. Cool. Ähm, ja, dann, wenn man, man hat also viele Menschen, da bin ich ganz ehrlich, ich habe viel mit vielen gesprochen, die haben halt dann so, ähm, ja, wie soll ich das am besten sagen, so Bedenken, ne? was jetzt die Online-Ausbildung angeht. Kann man online wirklich jemanden das so nahe bringen, wie auch vor Ort? Und was war dann am Ende deine Erfahrung? Wie lief das online ab? Wie hast du da das Feedback bekommen? Wie war der Ablauf? Wie konntest du da die, die Zeit einteilen? Was das genau kam da auf dich zu? Also, die Bedenken hatte ich tatsächlich auch am Anfang, weil ich dachte, das ist ja auch sehr äh, praktisch, die Ausbildung oder was man eigentlich macht und ob das dann online alles so ähm, funktioniert. Aber es war super. Also, äh, man wird da wirklich sehr gut durchgeführt, angeleitet. Ähm, genau, das ist ja wie quasi Hit the Beat immer in diese Levels unterteilt, dass man so eins nach dem anderen abhaken kann und ähm, ja, wirklich baut sehr gut aufeinander auf. Also ich habe die, die Ausbildung, glaube ich, innerhalb von vier oder fünf Wochen nur gemacht, weil es wirklich mega Spaß gemacht hat. Man wollte einfach selber immer das nächste Level. Ich konnte immer kaum die, ähm, diese Rückmeldungen, diesen Feedbacks, die man da bekommt zu den Prüfungsvideos, die man einreicht, abwarten. Und ähm, genau, fand es super, die Ausbildung. Also man bekommt wirklich tolles Feedback zu den ähm, Prüfungsvideos. Ähm, selbst wenn mal irgendwas nicht so gut lief, kriegt man richtig gute Verbesserungsvorschläge, an was man noch arbeiten kann. Ähm, ja, super, die Ausbildung. Cool. Und wie hast du das geschafft? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast Kinder, ein Kind, Kinder. Wie hast zwei, du das? Genau. zwei. Wie hast du das denn zeitlich so vereinbaren können mit den Kids? Haben die mitgemacht oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Zum Teil haben die wirklich äh, mitgemacht. Also 5, 6, 7, 8 können die jetzt mittlerweile auch. Ähm <laughs> Genau, also ich konnte es mir eigentlich frei einteilen. Also ich habe es dann viel morgens gemacht, solange die eben im Kindi und Schule unterwegs sind. Und ähm, ja, das lief eigentlich ganz gut so nebenher. Cool, cool. Ähm, und dein Mann hat das auch alles mitgemacht? Oder wie, wie <laughs> kam das an? Was ist ja laut, Musik? Hat er das verfolgt? Hat er es überhaupt mitbekommen, diesen Prozess der Ausbildung? <laughs> also mein Mann ist nicht so der, der Fitness. Äh, begeistert. Der fand es aber schon auch ganz cool. Also ähm, ich habe das dem natürlich immer gezeigt, was ich da so mache. Und ähm, ja, der fand es auch ganz gut und hat mich da unterstützt und mir quasi den, ähm, ja, die Zeit einfach gegeben, wenn ich da jetzt wieder ein Video gemacht habe. Genau. Cool. Ähm, jetzt hast du, Manu, ähm, den Prozess der Ausbildung hinter dir. Ähm, was hat das mit dir gemacht? In dem Fall fünf Wochen ja ziemlich kurz. Die meisten brauchen so zwei, drei Monate. Da bist du also schon durchgestartet, wie nix. <laughs> wie war es körperlich, mental? Was sehr einfach? War es erfördernd? Was ist da in diesen fünf Wochen passiert? Ähm, in, also, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Quasi das ging davor schon los. Also, ich habe ähm, quasi davor auch schon ganz viel ähm, im Verein unterrichtet und so Kinder tanzen und ähm, genau sowas unterrichtet und äh, war eigentlich die ganzen oder die paar Jahre quasi jetzt bevor Hit the Beat kam ähm, schon recht viel immer in der Turnhalle unterwegs aber habe so selber nimmer für mich irgendwas gemacht und ähm, durch Hit the Beat habe ich quasi wieder entdeckt wie viel Spaß eigentlich auch macht sich selber zu bewegen und hatte dann endlich wieder was was mich selber so ähm, gepusht hat habe ähm, 10 Kilo abgenommen dadurch ähm, Genau, habe einfach entdeckt, wie viel wie viel Spaß eigentlich so eine Bewegung tatsächlich macht. Genau. Und ähm, während der Ausbildung ja, ging das quasi immer hat sich immer mehr noch gesteigert. Also ich wollte immer selber noch das nächste Level und habe mich selber dann wieder so ähm, gepusht und äh, versucht da irgendwas äh, ja die die einzelne Übungen noch besser auszuführen, noch besser zu machen. Ähm, genau. Cool, also erstmal Respekt dafür, ne, dass du diesen Weg auch gegangen bist. Klar war Hit ein Teil davon, aber natürlich musst du selber an dich glauben und diszipliniert sein und Lust haben, diesen Weg zu gehen. Ähm, geil, dass du das geschafft hast bis dahin und jetzt auch ein besseres Lebensgefühl wahrscheinlich auch hast, durch ähm, nicht nur durch den Sport, sondern durch die, äh, die körperliche Veränderung wahrscheinlich auch, die physische Stärke, die du jetzt dann auch dazu äh, äh, erlangt hast. Kann, kann man das so sagen? Klar, voll, natürlich, ja. Nice, nice. Ähm, und jetzt viele Leute, die jetzt hier sich die Videos angucken, ähm, dann fragen die dich natürlich nicht nur, okay, dem Trainer gefällt es, das ist natürlich wichtig, in dem Fall der Trainerin. Ähm, was sagen deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen? Wolltest du von Grund auf, als du die Ausbildung gemacht hast, das überhaupt für andere machen oder hast du das erstmal nur für dich selbst gemacht? Ähm, also natürlich wollte ich da damit auch Kurse äh, geben und das auch für andere. Ähm machen und, ähm, quasi anderen das, das einfach weitergeben, diesen Spaß an der, an der Bewegung und, ähm, das fit zu werden und sowas, genau, und, also ich habe mittlerweile vier Kurse, ähm, einer davon, ähm, online und, ähm, die Teilnehmer sind alle, ja, begeistert, also, ich finde es mittlerweile ganz faszinierend, dass die quasi von sich aus schon, äh, quasi Werbung machen und, äh, so begeistert sind, dass sie fragen, hey, Manu, dürfen wir nochmal jemand mitbringen und kann nochmal jemand zum Schnuppern kommen, ähm, ja, also das Feedback ist sehr sehr positiv dazu. Und das ist natürlich krass, also ich finde das eine super Leistung, vier Kurse aufzubauen, die auch laufen. Kannst du in deinen eigenen Worten beschreiben, wie hast du das geschafft, weil es ja kein Selbstläufer, ne? Also mhm nur weil das Konzept und der die Musik geil ist und die Übungen geil sind, das ist ein guter Bestandteil, dass der Kurs gut strukturiert ist und so vom Sinn her auch, also aus meiner Intention und was ich vorhatte, gut ankam. Aber der Mensch dahinter ist viel, viel wichtiger. Ähm, du also als Persönlichkeit, wie hast du es geschafft, den Kurs dann voll zu bekommen? Gab es da Tricks? Hast du irgendwas gemacht, getan? <lacht> <lacht> um, also ich habe quasi angefangen, das war ja ähm, letztes Jahr im, im Sommer ähm, und habe dann einfach so sehr mal kostenlose so Outdoor-Workouts quasi gemacht für jeden. Ich habe das ja so quasi über die Leute, wo ich kannte, quasi auch von meinem, ähm, von dem Tanzen da, also über die Mamas und sowas, das gestreut und ähm, ja, da waren beim ersten Termin schon über 20 ähm, Leute da. Es hat total viel Spaß gemacht, Genau, und dann hat sich, also ich musste dann gar nicht mehr so viel dazu machen. Also das ähm, lief dann irgendwie von selber, dass die Leute noch Freunde mitgebracht haben und ähm, so Werbung gemacht haben. Genau, also musste da selber gar nicht so viel machen, sondern das haben die Teilnehmer quasi für mich gemacht. Cool. Und hast du das auch erwähnt, dass die Teilnehmer es machen sollen oder haben sie es wirklich, waren sie so begeistert, dass sie von alleine einfach äh, sich rumgesprochen hat? Also, ich habe es am Anfang natürlich ein paar Leuten gesagt und könnt ihr das mal hier in eurem WhatsApp-Status teilen oder auf Insta teilen. Ähm, genau. Aber das war wirklich nur so ganz der Anfang für die ersten zwei, drei Termine und ähm, genau. Und dann war das wie so ein Selbstläufer. Cool, und machst du jetzt, also was ist dein Ziel? Du machst das doch nebenberuflich ähm, oder möchtest du das hauptberuflich machen? Was ist so jetzt der nächste Schritt für dich in deinem Leben als Trainerin? Ähm, also für jetzt, jetzt gerade ist es quasi mein Hauptjob, ähm, weil meine Kinder ja auch noch recht äh, klein sind. Genau, ich mache das über einen Verein und ähm, genau, mache da die Kurse und mache ja auch dieses äh, Kindertanzen und das mache ich ja alles auch noch nebenher, genau. Und cool. her, mir reicht das gerade so. <laughs> cool, also jetzt gerade bist du happy. Hast du sonst noch Wünsche und Ziele vielleicht, auch was das Fitnessthema angeht? Oder bist du jetzt einfach happy, so wie es jetzt gerade läuft? Ähm, also ich möchte am liebsten gleich alle diese äh, Hit-to-Beat-Updates, Workshops, äh, nächstes Trainer-Level äh, machen, weil es einfach so viel Spaß macht. Und ähm, genau, also eigentlich möchte ich jetzt das so weiter ausbauen, weil so ganz so lange läuft es ja jetzt so nicht. Ähm, genau, die Kurse noch ein bisschen bekannter machen. Ähm, ja. Genau. Ja, ich, also vielen Dank, dass du da diese Energie nutzt und halt auch eine weitere Inspiration für die Menschen durch dieses Konzept weitergibst. Wenn jetzt Menschen in deiner Situation sind, etwas Neues erfahren möchten, eine neue Herausforderung angehen möchten, wie zum Beispiel die Hit-the-Beat-Ausbildung, warum sollten sie es tun in deinen Worten? Wenn jetzt jemand kommt, hey, äh, Manu, ich möchte die Ausbildung machen, was würdest du ihr sagen oder raten? Einfach machen. <laughs> das macht einfach äh, mega viel Spaß. Einfach ähm, loslegen und machen. Also ähm, man braucht da wirklich keine Angst irgendwie davor haben bei der Ausbildung, selbst wenn man jetzt davor keine Erfahrung irgendwie hat als Trainer, ähm, wird man da super angeleitet und durchgeführt und einfach loslegen, einfach starten, würde ich sagen. Cool, einfach in die, ähm, ins kalte Wasser springen, sagt man, genau. ne? und einfach diese Herausforderung annehmen. <laughs> Geil, ja, danke dir, Manu, für diese Einblicke. Das war's schon an dieser Stelle. Schön nochmal, vielen lieben Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und so offen über deine Erfahrung gesprochen hast. Ich verlinke auch ähm, dich hier unter dem Video. Vielleicht kannst du nochmal sagen, ähm, warum sollen die Leute zu dir in die Kurse kommen, falls sie aus der Umgebung sind. Vielleicht kannst du auch noch dein Ort dazu sagen, wo du bist, dass die Leute vielleicht auch Kontakt mit dir aufnehmen können, wenn sie Bock haben, dann einen Kurs mit dir zu machen. Mhm. Also meine Kurse sind in Mössingen, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Tübingen. Genau, die Leute sollen einfach kommen und es einfach mal selber erleben, wie viel Spaß Fitness und so ein Workout machen kann. Und ja, einfach vorbeikommen, mitmachen, Spaß haben, fit werden dabei. Cool, ja, das rate ich auch allen, ne, bei deiner Energie und die Leute sind ja begeistert, an alle anderen, die Lust haben, entweder Kurse zu besuchen, dann gerne äh, an Manu wenden, wenn ihr da in der Nähe lebt. Sonst gerne findet ihr auch andere Links hier in der Beschreibung unten. Könnt gerne auch... Teil des Teams werden, die Ausbildung bestreiten, findet ihr alle Links. Da könnt ihr auch mit mir sprechen, sich austauschen. Ich beantworte euch alle Fragen oder eben mein Team. Ähm, ihr seid herzlich willkommen. Schaut euch gerne noch weitere Videos an. Like, lasst ein Like da, ein Follow da, dann könnt ihr uns folgen, ähm, unsere Workouts machen und Teil der Community werden. Auf diesem Sinne, auf diesem Weg. Bye bye, danke für alles, danke dir Manu und bis bald an alle, bis zum nächsten Five, Video. Six, seven, eight.